Okay, ich glaube, wir fangen gleich an. Sie haben ja Helmut Nickel schon begrüßt. Ich begrüße Sie natürlich ja auch im Forst- und Jagd- und Fischereimuseum hier in München. Es passen hier relativ viele Leute rein und es ist auch ganz schön voll jetzt, das überrascht mich was. Es hat sich ein bisschen was im Programm geändert. Der Gerhard Förster von der Sprechblase sitzt mit am Podium und stellt mit Fragen. Das hier ist die Ausgabe, in der die wesentlichen Sachen über Helmut Nickel auch noch stehen. Die kann man dann bei Gerhard Förster vielleicht auch noch erwerben oder bestellen. Gut. Ich bin ein bisschen nervös gerade. Ich glaube, ein paar Leute haben den Vortrag vorhin schon gehört über Helmut Nickel. Ich erzähle jetzt gar nicht so viel, bloß eine ganz kurze Einleitung. Helmut Nickel wurde 1924 in der Nähe von Dresden geboren. Er schuf von 1954 bis 1965 parallel zu seinem Ethnologiestudium etliche Comics für den Gerstmeier Verlag, das war Robinson, und Winnetou für den Lehning Verlag, die wohl beste und anerkannteste Karl-May-Adaption. Diese Serie zeichnet er schon von New York aus, wo er im Metropolitan Museum Kurator of Arms and Armors wurde. Heute lebt Herr Nickel in Florida im Ruhestand und leitet ein Museum oder hat ein Museum aufgebaut oder können Sie mir da weiterhelfen? Ein Heimatmuseum, ein historisches Museum von Marco Island. Marco Island war 1896 ein Fundort, einer der wichtigsten präkolumbianischen Fundorte nordamerikanischer Indianer, die sogenannten Calusa, die vorher völlig unbekannt waren. Es war ein Fund, wo man in einem Sumpf unter Luftabschluss über 2000 hölzerne Gegenstände gefunden hat, darunter Skulpturen, Tierskulpturen, Menschenskulpturen, Menschenmasken, Tiermasken, über 25. Und leider sind die meisten davon einfach vergangen. Die kamen aus dem Sumpf, noch mit der Farbe dran. Glücklicherweise war ein Künstler da, der sich schnell fotografierte und auch zeichnete. Die Gegenstände selbst sind bis auf eine geringe Anzahl einfach am Abend schon auseinandergefallen. Und wir bemühen uns, da diese Kultur wieder zu heben und zu erwecken. Wir hatten einen, wie das in Amerika so ist, mit Privat, macht man das mit Privatinitiativen. Selbst ein Museum von überragender Weltbedeutung, das Metropolitan Museum ist rein privat. In ganz Amerika gibt es ein staatliches Museum, das vom Bund, von der Union, das ist das Nationalmuseum in Washington. Alle anderen sind rein privat. Dürre stolz. Ja. Es ist ja sowieso irgendwie faszinierend, dass Sie ein Mensch sind mit so vielen Interessen und Talenten. In gewisser Weise auch schade für die Comic-Szene, denn wir hätten uns ja eigentlich gewünscht, dass Sie mehr Comics gezeichnet hätten oder Ihr ganzes Leben Comics gezeichnet hätten. Das Dumme ist, wenn man sowas macht wie Comics zeichnen, da ist man vom Verleger abhängig, ob man einen Verleger hat. Und wenn der Verleger pleite geht, ist man selber auch aufgeschmissen. Und dann natürlich sagt der Verleger, das ist alles deine Schuld, warum hast du nicht bessere Comics gemacht? Ja gut, die Zeiten waren auch damals in Amerika nicht besonders toll für Comiczeichen, also die haben damals auch nicht wahnsinnig viel Geld verdient. Wobei eigentlich in Deutschland war es gar nicht so schlecht. Also der Herr Wäscher hat ja eigentlich relativ gut verdient. Und ich glaube, auch wenn Sie fulltime, Sie haben ja die meisten Arbeiten während Ihres Studiums gemacht, wenn Sie das fulltime gemacht hätten, hätten Sie vielleicht auch nicht so schlecht verdient. Ja, aber da hätte ich mehr Geschäftssinn machen müssen. Ja,
trotzdem sehr schade. Ja, ich bin da reingeraten wie Hänschen im Blaubeerwald und habe mich mehr oder weniger treiben lassen müssen. Und können Sie mal erzählen, wie Sie denn da reingekommen sind, beziehungsweise Sie hatten doch bestimmt, vielleicht auch in Ihrer Kindheit, Vorlieben für bestimmte Illustratoren. Ich habe jetzt mal überlegt, von wem könnten Sie beeinflusst worden sein. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, vom Strich, es steckt bestimmt ein bisschen Wilhelm Busch drin und vielleicht ein bisschen Walter Trier oder ich weiß nicht. Gibt es Illustratoren, die Sie interessiert haben? Ich habe eigentlich gezeichnet, so lange wie ich laufen kann. Wir hatten eine schwarz lackierte Ofenbank. Und da hatte ich unsere Katze drauf gemacht, die Mietz. Und so lange, meine Mutter brachte es nicht übers Herz wegzuwischen, bis es der Schulvorstand mal draufgesetzt hatte. Aber sonst, ich habe einfach immer gezeichnet, was in den Weg kam. Und als ich so mit sechs, sieben Jahren zu Weihnachten den Winnetou 1 bekommen habe, da habe ich ihn natürlich mit Begeisterung gelesen. Und dann habe ich gesagt, da sind doch keine Bilder drin. Wenn ich mal groß bin, da werde ich den Winnetou illustrieren. Ich hatte keine Ahnung, wie das anzufangen wäre. Und das ist wirklich einer meiner stolzen Momente. Mit Karl May und meinem Namen in einem Atemzug genannt zu werden. Das zeugt schon wieder von so einer großen Bescheidenheit bei Ihnen. Und ich weiß hier irgendwo sitzt der Carsten Lackwart. Bei dem war ich vor einem halben Jahr mal und der bat mich, Ihnen eine Frage zu stellen. Und das fand ich ganz interessant. Comiczeichner sind oft so, ja, eben so bescheiden, weil sie eben nicht so richtig anerkannt waren. Und wie war denn das bei Ihnen? Sie haben Ihre Arbeiten beim Lenin Verlag zum Beispiel abgegeben und Sie wussten ganz genau, diese Originalseiten werden Sie nie wiedersehen. Ja. Glaube ich zumindest. Die sind im Prinzip, ich glaube, sie sind vernichtet worden. Ja, so viel. Vollkommen respektlos. Und ich weiß es nicht, war es Ihnen damals schon bewusst, dass da ein Kunstwerk verloren geht? Gott, wie gesagt, es wurde abgegeben, es wurde gedruckt und damit war es ja sterben. Ja, in der berühmten Lebensqualität. Nein, wie gesagt, was wichtig war für den Verlag, war das Gedruckte und das andere, das war bloß Makulatur. Dass irgendwann mal jemand auf die Idee kommen würde, das Sammeln und als ernsthafte Kunst anzusehen, das war weit, weit entfernt. Das war damals schon so ein Schmutz. Und man musste froh sein, dass man das überhaupt am Kiosk verkaufen durfte. Aber für dich waren die Originale nicht so, was musst du gerne wieder zurückgeben? Ja, ich hatte, wie gesagt, ich habe es verkauft. Ja, wenn man sie verkauft, ist es ja in Ordnung, dann hat man Geld ja auch dafür gekriegt. Also es ist nur eben nicht in Ordnung, wenn man sie abgibt und dann werden sie einfach vernichtet. Aber das ist schon eh und je gewesen, fand ich. Ja, das stimmt. Aber es gab eben... Man muss natürlich ein Künstler von Albrecht Dürer werden, dass die Originalzeichnung bewahrt werden. Alle anderen, die, sobald sie gedruckt waren, als Kupferstich, als Holzschnitt oder so, war es eben weg. Ja, genau. Und ein normaler Künstler, der einfach nur ein Aquarell gemalt hat,
das war eben dann richtig Kunst zum Aufhängen, es wurde ja auch dafür erstellt und gut, die Comics eben nicht. Deswegen bin ich trotzdem dankbar für die heutige Zeit, dass wir eben jetzt auch Comics in Galerien hängen können. Ja. Dass jemand das mal sammeln würde als ein ernsthaftes Subjekt, das war gar nicht fassbar. Das war Zeug für Kinder. Die sollen sich dann freuen und dann. Es ist natürlich auch ganz schön, wenn die Eltern es eben mit dran gefreut hätten. Aber im Großen und Ganzen war das eben wirklich mindere Literatur. Wie gesagt, man nannte es sehr schön für Schmutz. Ein anderer Teil von Schuld und Schmutz waren Peters seltsame Reisen. Die Serie hat ja der Eckhard Schott jetzt nochmal nachgedruckt. Ich glaube, der Band ist fast ausverkauft, bis auf 6 Stück, soviel ich weiß. Kann wahrscheinlich bloß noch bestellt werden. Ich habe einen Teil der Seiten neu koloriert und habe mich damit relativ intensiv ein bisschen beschäftigen müssen, praktisch auch. Und mir ist aufgefallen, gegen Ende des Bandes wurde die Serie auf in ein anderes Format umgestellt. Die Seiten wurden kleiner und sie haben statt im Schnitt 10 oder 11 Panels auf einer Seite nur noch 6 gemacht, 5 oder 6. Und ich habe gemerkt, dass gerade in der Zeit, wo das Format kleiner wurde, ihr Strich irgendwie noch schneller wurde und aber immer fast ausdrucksstärker und dass sie viel mehr gespielt haben mit den Panels, dass sie auch Zooms an Gesichter gemacht haben, wie am Ende kommt ein böser Zauberer, das ist wirklich ein Close-Up, was wirklich fast wie ein Horror-Comic sein konnte. Das war sehr intensiv, fand ich. Ich dachte mir, wow, für so ein Kindercomic, toll. Haben Sie da selber was gemerkt, dass da eine Entwicklung stattfand? Ging viel zu schnell. Es musste viel zu schnell gehen, als dass man da groß drüber nachdenken muss. Man hatte genug zu tun, sich die nächste Seite auszudenken. Aber Peters seltsame Reisen war deren Comic, der wirklich zusammen mit Winnetou mir am Herzen lag. Den hatte ich mir ausgesucht, alle anderen waren mir vorgeschrieben worden von den Verlegern. Ich wollte eben einfach mal meinen eigenen Spaß haben. In Peters seltsamen Reisen gibt es zum Beispiel eine Szene, in der ein Piratenkapitän zwei seiner Männer auf recht sarkastische Weise umlegt. Aber ich hatte den Eindruck, sie wurden wegen Gewaltdarstellung eigentlich nie von der Zensur belegt, oder? Nein, dann eher wegen zu langen Beinen. Ich hatte keine Beanstrengungen so weit, abgesehen davon, dass die Verleger Gerstmann und denen ständig meckern, dass sie keine Verkaufszettel haben. Ich habe nie Verkaufszettel, nie mehr Auflagen oder Verkaufszettel gehört, dass sie sich eben nicht verkaufte. Dass ich ein bisschen mehr, zum Beispiel bei den drei Musketieren gleich am Anfang, da musste Uwald in Wüstensand rein, was natürlich völlig verfehlt war in dem Zusammenhang, aber es war einfach zu langweilig, bloß da am französischen Hof Intrigen zu haben. Und die mussten dann gesteckt werden, seitenweise Duelle und so. Aber damit über was passiert. Das Problem ist, Dumas ist zum Lesen. Karl May ist zum Lesen und anschaulich zu verwerten. Wenn mir geht es so, wenn ich Karl May gelesen habe, das war wie ein Film, der so im Gehirn vor sich geht. Man sieht es. Bei Dumas, hat man höfliche Gespräche und seitenweise Beschreibungen, aber wenig Aktionen. Die
Aktion, die in den drei Musketieren vorkommt, kommt meistens von Filmen, die ich gesehen habe, französische Filme. Nach dem Krieg war ich 3 Jahre in Belgien im Gefangenenlager. Und wir haben dann, als ich die Euphorie des Sieges etwas gelegt hatte, war die Young Men's Christian Association, die IMCA, die kamen zu uns. Ich war der Einzige, der sich um uns gekümmert hat, kein Rotes Kreuz oder so. Und die haben uns wöchentlich einen Film zukommen lassen. Und haben uns Filme gesehen, wo die beliebtesten waren Tarzan-Filme. Ja, die beliebtesten waren Tarzan-Filme und so etwas wie die drei Musketiere und so, wo etwas war, wo man den Dialog nicht zu verstehen brauchte, da die eben französisch waren. Um nochmal kurz bei Peter zu bleiben, da gibt es auch eine Nick Knatterton-Parodie. Und ja, das war natürlich damals Nick Knatterton, war Manfred Schmidt, war natürlich sehr aktuell. Und wenn schon Größen und Berühmtheiten eingeschaltet wurden, dann musste der natürlich nicht fehlen. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, also es gibt da so ein bisschen so eine Verwandtschaft, habe ich den Eindruck. Viele schöne Frauen, Abenteuer und das, irgendwie dachte ich mir, das passt irgendwie auch zu Helmut Nickel. Ja, natürlich. Ich war jung verheiratet. Und darum hatte ich eine Schwäche für schöne Frauen. Das war eine Selbstbewusstsein, die Frau. Ja, und das war in der Zeit ja eigentlich in Comics vollkommen unüblich, meines Wissens, und generell eigentlich sehr, sehr modern. Das war, ja, natürlich, das war die Zeit dieser ACs, die Enkelklimas, ne, über die Frauen, da steht ein Superhero und die Frau, die klammert sich an seine Beine, ne? Hilfe suchen, ja, vor allen Dingen gefahren von den Ungeheuern, die da aus von oben und unten und geräuscht und quer kommen. Und die Heroine, die Wonder Woman und so, das kam dann etwas später. Da haben wahrscheinlich auch zu viele Frauen protestiert, dass sie, und wollten dann selber Heldinnen. Heute ist es ja so, in den sogenannten Sword and Sorcery Literatur, dass die meisten sind Heroinen, Cyril und so weiter. Und werden auch meistens von Frauen geschrieben, in Amerika jedenfalls. Ich würde noch gerne mehr wissen über die Entstehung von Peter Seltsame Reise, weil es ja doch ein sehr ungewöhnlicher Comic. Naja, ich wollte eben mal was machen, was mir Spaß macht. Und hatte gleichzeitig, da wollte ich auch einem Kollegen ein bisschen schmeicheln, den ich nie gesehen habe, nie Kontakt mit ihm haben durfte, Hans-Rüdiger Wäscher. Darum hatte ich Akim reingebracht und Nick der Weltraum. Allerdings hat Hans-Rüdiger das falsch verstanden und hat sich dagegen verwehrt, dass ich da seine Helden verunglimpfe. Und da bin ich dann auf Sicherheit gegangen und habe eben die Musketiere aufnehmen lassen und
Don Quixote. Übrigens, Don Quixote ist, ich weiß nicht, verständlicherweise, einer meiner Lieblingshelden. Den habe ich zum ersten Mal mit ungefähr 8 Jahren gelesen. Natürlich in einer sehr kurzen Ausgabe. Das war mit das erste richtige Buch, das ich je gelesen habe. Ich habe sowieso den Eindruck, dass Sie relativ viel gelesen haben. Und dass Sie bauen ja immer wieder literarische Figuren in Ihre Geschichten ein. Und also wenn ich also zumindest in die Zeit damals zurückdenke, ist das in dem Maß noch nicht so üblich gewesen. Also jetzt zum Beispiel ein Texter wie Alan Moore, der baut ständig Zitate ein auf literarische Quellen oder es besteht voller Zitate und Sie haben das damals eben schon gemacht. Ja. Ich fand das einfach sehr modern, muss ich sagen. Überhaupt sind, es klingt so ein bisschen abgedroschen, aber man kann natürlich schon sagen, die Zeit war damals noch nicht so ganz reif für Ihre Comics, denn Ihre Comics sind relativ erwachsen. Es sind nicht bloß Kinderabenteuer, sondern Sie haben einfach Hand und Fuß und Sie haben auch eine tiefe Menschlichkeit teilweise, wenn sich die Figuren berühren. Das sehe ich bei anderen Comics nicht so. Das ist eben so der Punkt, damals gab es eben nur Comics für Kinder, zumindest im Heftbereich. Ja, deswegen war es auch kein großer Erfolg. Ja, das glaube ich tatsächlich. Ich habe als Kind, muss ich sagen, hätte ich lieber Sigurd gelesen als Robinson. Jetzt als Erwachsener kann ich in Robinson natürlich viel mehr entdecken, weil ich mir denke, wow, was es für alles Sachen gibt. Ich habe schon Sachen nachgeschlagen in Robinson. Und gemerkt, das gibt es ja wirklich. Aber man muss schon sagen, so wenig erfolgreich waren die Geschichten auch nicht, weil Robinson hat 2 Auflagen erlebt und auch Winnetou. Und ich kann mich erinnern an die Zeit, wie Winnetou herausgekommen ist, war ich ein Kind und das ist eigentlich ziemlich erfolgreich gewesen bei uns in der Klasse. Das ist natürlich subjektiv, ist klar. Die habe ich gar nicht mehr erlebt und habe von dem keine Kunde. Erst ganz später durch Detlef Lawrence ist mir das beigebracht worden, dass ich überhaupt noch ein Interesse daran habe. Als ich hier eingeladen wurde, meine Frau und ich, wir waren einfach baff für gesagt, wo gibt es denn sowas? Dass man sozusagen ausgegraben wird. Ist das, kommt einem die Menschheit nicht absurd vor? Zuerst ist das alles völlig uninteressant und nur schund und jetzt auf einmal wird das total verehrt. Ne? Ist das nicht irgendwie verrückt? Das ist verrückt. Ja. Das ist natürlich so wie mit allen Kunstwerken und so weiter. Ja, und vor allem auch Kunstgewerbe. Also nicht der hohen Kunst, sondern der minderen Kunst, einschließlich der Kommen. Dass eine Generation sieht, nimmt so wie mit Möbel. Die nächste Generation sieht als altes Zeugs da unten und stößt es ab. Und die übernächste Generation, die sagt, das ist eine Preisless Antique. Dennoch setzt sich am Ende doch bloß die Qualität durch, habe ich gemerkt. Also auch in der Musik, viele Bands sind gekommen und gegangen, hatten auch One-Hit-Wonders oder sowas, aber geblieben sind wirklich dann die Klassiker. Und da, ich will jetzt nicht um Schleimen gehören, aber ihr Werk auf jeden Fall dazu. Wo ich ziemlich baff war, das war am Ende von Peters seltsamen Reisen. Der Comic war ja nicht ganz abgeschlossen. Die Leninger-Redaktion hatte in das letzte Panel von ihrer letzten Comic-Seite geschrieben, wo habe ich es denn? Ich finde es jetzt nicht. Sie kommen irgendwie nach Hause und es war ganz schön. Wie war das? Wurde dafür ein bestehendes Panel abgeschnitten, das Sie schon gezeichnet haben? Nein.
Sie wussten, dass das die letzte Folge war. Das war das letzte und dann ich habe das abgegeben und dann sagten sie, ich gehe nicht weiter. Und das Ende, also Sie haben ja jetzt im Februar ein neues Ende dafür gezeichnet, ja. Wo wir richtig stolz waren. Wäre natürlich weitgehend gewesen, die wären Peter und Heidi, die hätten noch allerhand andere Erlebnisse gehabt, außer dem gruseligen Schloss da. Eins war, dass zum Beispiel hatte ich geplant, dass sie da ins Hexenhaus kommen, auf der Rückfahrt zurück, die Hexe im Pfefferkuchenhaus, weil sie ihre Pfefferkuchen angeknabbert haben, sie in Katzen verwandelt, damit sie Mäuse fressen sollen. Okay, fahren Sie zum Volk. Und so wäre das dann eben halt. Eine Frage noch zu dem Auftreten von den Knatterton. Der war schon sehr ungewöhnlich. Diese ganze Szene, das hat es beim Lenin Verlag nicht annähernd irgendwo anders gegeben. Waren da irgendwelche Reaktionen? Ich habe keine Reaktion, außer Klagen, dass er sich nicht verkauft hat. Die einzige Beeinigung, ich habe auch von der Prüfstelle habe ich eine einzige Veranstaltung gehabt in einer der frühen Szenen dann mit Grazia, wo sie bei Grazia zu wenig an hatte. Und sie hatte sogar ein Hemd an. Sie hatte zwar einen Blätterschutz, aber sie hatte ein Hemd an. Als Schiffbrüche. Vielleicht noch etwas zum Kontakt zu Walter Lenin. Also soviel ich weiß, hast du ihn nie persönlich gesprochen? Nein. Den einzigen, den ich persönlich kannte, war Gerstenmeier. Ja. Lenin war eine altmythische Figur, die eben den Laden da managte. Und von dem man Anweisungen bekam, aber keine irgendwelche personelle. Und Hans-Rudi Wäscher, also Sie kannten ja seine Comics, haben die vielleicht auch zugeschickt gekriegt, ich weiß es nicht. Und, nein, die habe ich dann habe ich sie am Kiosk besorgt. Aber ich hatte keinen Kontakt. Das war verpönt. Man sollte die Zeichner und anderen, wahrscheinlich Autoren, die wurden sorgfältig voneinander abgeschirmt, damit sie nicht etwa auf die Idee kommen, sich gegenseitig zu verabreden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.